Hallo und willkommen zu meinem Photoshop Video Tutorial. Mein Name ist Marco Kolditz von Mehr der Ideen und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man rote Augen aus Bildern entfernen kann. Es gibt ja öfter solche Abende, an denen man feiert, hat seine kleine Kompaktkamera dabei, macht ein paar Schnappschüsse mit Blitz und wundert sich dann zu Hause darüber beim Betrachten der Bilder, ob man den ganzen Abend mit Vampiren verbracht hat, weil fast jeder Beteiligte rote Augen zeigt. Das nervt natürlich. Deswegen möchte ich euch heute gerne zwei Tipps zeigen, und zwar erstens, wie man rote Augen direkt während der Aufnahme schon verhindert und zweitens, falls es doch mal zu roten Augen gekommen ist, wie man die ganz einfach in Photoshop wieder entfernt. Die Frage ist also, wie entstehen rote Augen überhaupt? Rote Augenbilder entstehen bei gedimmten Lichtverhältnissen. Das heißt, es ist relativ dunkel im Raum, die Pupillen der Person sind geweitet und dadurch gelangt natürlich mit einem Blitz unglaublich viel Licht auf die Netzhaut. Diese reflektiert das Licht und dadurch entstehen die typischen roten Augen. Wie kann man das nun also verhindern? Eigentlich fast alle Spiegelreflexkameras und auch Kompaktkameras bieten eine Funktion für den Blitz, die sich durch ein Augensymbol kennzeichnet. Schaut einfach mal bei euch in der Dokumentation rein oder spielt an eurer Kamera. Die allermeisten oder eigentlich fast alle Kameras bieten diese Funktion gekennzeichnet durch ein Augensymbol. Der Vorteil von dieser Funktion ist der, dass vor dem eigentlichen Blitz, wenn man die Kamera auslöst, kommt ein Vorabblitz oder ein Blitzflimmern. Ja? Oder in meinem Fall geht ganz kurz das Einstelllicht ein. In dem Moment hat die Pupille der Person die Möglichkeit, sich zusammenzuziehen und dadurch gelangt nicht mehr so viel Licht direkt auf die Netzhaut. Und in den allermeisten Fällen wird dadurch automatisch schon dieser rote Augeneffekt verhindert. Ich mache jetzt einfach mal mit meiner Kamera zur Seite ein Bild. Ich löse einfach mal aus. Ich habe ausgelöst, sofort ging der Blitz an. Ja, ich mache das nochmal. So, das heißt, ich werde jetzt mal in den Einstellungen auf das Augensymbol umschalten. Und jetzt schaut mal hier auf das Einstelllicht, was da passiert. Ich löse aus und für einige Zeit geht das Einstelllicht an, bevor ausgelöst wird. Ich mache das nochmal. Ja, und durch dieses Einstelllicht hat im Grunde genommen dann die Pupille genügend Zeit, sich zusammenzuziehen und dadurch wird schon während der Aufnahme der rote Augeneffekt verhindert. Falls ihr aber jetzt schon einige Bilder auf dem Rechen habt mit roten Augen oder es doch mal wieder zu seinem Bild kommt, zeige ich euch jetzt mal in Photoshop, wie man das ganz einfach behebt. Bei diesem Bild handelt es sich jetzt um ein typisches Schnappschussbild mit sehr hartem Schatten im Hintergrund. Hier wurde mit einem krassen Blitz fotografiert und die Augen leuchten natürlich strahlend rot. Wie entfernt man nun diesen roten Effekt in den Augen? In Photoshop ist es ganz einfach, nur das Werkzeug dafür ist relativ versteckt. Wir schauen uns die Werkzeugleiste an und hier gibt es die Reparaturpinsel. Auf dieses Werkzeug klicken wir mit der rechten Maustaste oder mit der linken Maustaste gedrückt und schauen uns hier unten mal das unterste Werkzeug an. Das den wunderschönen Namen trägt, roter Augenwerkzeug. Das klicken wir an. Unser Mauszeiger verwandelt sich in ein Kreuz und mit diesem Kreuz klicken wir einmal ins linke Auge und einmal ins rechte Auge. Schön in die Mitte der Pupille. Und schon ist das Bild behoben. Mit dem Verdunklungsbetrag hier oben kann man einstellen, wie dunkel die Pupille schlussendlich sein soll. Ich mache das nochmal rückgängig und demonstriere das. Ich stelle hier mal auf 100% ein, klicke ins linke Auge und stelle zum Beispiel mal 10% ein und klicke ins rechte Auge. Man sieht eindeutig einen Unterschied. Das rechte Auge ist schon eher jetzt milchig und das linke, ja, für meinen Fall jetzt schon zu schwarz. Das heißt, ich stelle meistens hier ungefähr auf 40%, mache das nochmal rückgängig, klicke einmal links, klicke einmal rechts und schon ist das Bild bearbeitet. Je nachdem, wie groß jetzt zum Beispiel das Auge zu sehen ist, ja, da kann man hier noch mit der Pupillengröße spielen, musste ich bis jetzt aber noch nie. Das ist dann halt wirklich von Bild zu Bild unterschiedlich und ich finde einfach das Ergebnis unglaublich gut. Auf diese Art und Weise kann man solche Fehler sehr schnell korrigieren. So, falls ihr auch noch mal Fragen habt zu bestimmten Bearbeitungstechniken, wie macht man das, wie macht man dies in Photoshop, stellt eure Fragen einfach unten in den Kommentaren. Ich werde darauf eingehen und gegebenenfalls auch ein Tutorial dafür machen und würde mich darüber freuen. Falls euch meine Tutorials gefallen, folgt mir doch einfach auf Facebook unter facebook.com/mehrderideen, unter twitter.com/mehrderideen oder abonniert natürlich meinen Kanal, damit ihr auch zukünftig immer interessante Tutorials mitbekommt und freut mich natürlich auch, wenn ich immer wieder mehr Abonnenten sehe. Natürlich dürft ihr mich auch gerne weiterempfehlen, freue ich mich drüber. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.